So, Freunde, willkommen bei der 75. Folge von SEO Driven und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, den Tobias, Gründer und Geschäftsführer von Audisto. Ich glaube, fast alle, hoffe ich mal, kennen ihn schon. Oder wenn ihr ihn nicht kennt, dann Hoffe werdet ich ihr ihn auch. heute kennenlernen und lieben lernen. Und es geht bei uns in dieser Woche um alles Mögliche, was man zum technischen SEO und On-Page-SEO wissen muss. Und wir fangen heute mal damit an, was es eigentlich so für klassische SEO-On-Page-Fehler gibt, die man gleich am Anfang beseitigen sollte. Ja, Tobias, du bist ja wirklich mit deinem Tool Audisto sozusagen der Experte für große Website-Crawlings. Ja? Also wenn On-Page, Screaming Frog und Co. an ihre Grenzen kommen, dann schaltet man spätestens Audisto ein und du siehst da die größten Websites sozusagen in Deutschland, crawlst die durch mit deinem Team und mit deiner Software und berätst die Leute dann auch über die Ergebnisse. Und da habt ihr natürlich eine ganze Menge an so klassischen Fehlern, die immer wieder kommen. Was ist das denn so? Genau, also grundsätzlich haben wir so drei Arten von Kunden. Der erste ist quasi der, der sich erstmal mit seinen Fehlern beschäftigt. Dann haben wir so den Kunden, der versucht, eben seine Seite zu optimieren. Und der dritte ist dann, der dann irgendwann versucht, das ganze Thema zu automatisieren. Und bei diesen klassischen Fehlern kennt man natürlich irgendwie 404s, also einfach Links, die nicht funktionieren oder Bilder, die nicht funktionieren. Das sind so die allerhäufigsten Dinge. Und damit fängt es so oft an. Und ja, das Schöne an einem Crawler ist, dass man die damit alle finden kann. Also wir erfassen ja so eine Seite strukturiert, fangen bei der ersten Ebene an, finden die ganzen Links, folgen den ganzen Bildern, JavaScript, CSS, alle Dinge, die man eben sonst als SEO wirklich schwer auffinden kann. Ja, vor allem bei so Content-Management-Systemen oder so, die halt natürlich teilweise, ohne dass man es weiß, URLs produzieren, Thumbnails produzieren, Verlinkungen machen, Get-Parameter, also die ganz komplette Genau. On-Page-Hölle. Ja, Ne? sehr häufig hat man auch so Redirect-Ketten oder sinnlose interne Redirects, die dann einfach zu zusätzlichen Performance, also Latenzen führen. Markup-Fehler sind gängiger Natur, dass man einfach kaputte Links hat, die zum Beispiel von einem Leerzeichen gefolgt werden oder ja, all solche Dinge. Oder Redakteur dann irgendwie. Ja, von Hand gesetzte Links Ja, sind die Klassiker. genau. Ja, Ja. sowas kennen wir natürlich auch. Ja, gerade bei den Redirects, das ist ja auch so ein Thema, was gerade viel diskutiert wurde. Wie stehst du denn da zu diesen verschiedenen Statuscodes 301, 302 etc. pp. 307 habe Ich ich das, glaube glaube, ich. für die Suchmaschine selber macht das nicht so den großen Unterschied, was das für ein Statuscode ist. Wo es einen sehr großen Unterschied macht, ist beim Browser. Zum Beispiel kann ein 301-Statuscode, der kann gecached werden. Und haben dann, es gibt ein schönes Beispiel. Wir hatten eine Nachrichtenseite. Die hatten so einen Bereich, wo sie die Nachrichten des aktuellen Tages aufgelistet haben. Und die haben mehrere hundert Nachrichten pro Tag eben produziert. Und so füllte sich eben die Paginierung über die einzelnen, über die Stunden auf. Und wenn du kurz vor Mitternacht auf diese Seite gegangen bist, dann konnte es dir passieren, dass du eben 5 oder 6 Seiten Paginierung hattest. Und wenn du jetzt, ist die Uhrzeit über die neue, über Mitternacht drüber gesprungen, dann gab es natürlich für den neuen Tag noch keine Nachrichten. Und dann konntest du aber, wenn du vorher noch auf der Seite warst, konntest du natürlich die letzte Seite anklicken oder die nächste. Und wurdest dann mit einem 301 Redirect auf die erste Seite geleitet, die dir dann gesagt hat, ah, heute gibt es leider noch nichts. Ja, jetzt kommst du am nächsten Tag wieder. Auch wieder kurz vor Mitternacht. Es gibt vielleicht sogar noch mehr Seiten. Jetzt klickst du genau dieselbe Seite wieder an. Es ist jetzt gecached im Browser und du wirst wieder auf der Startseite landen, weil das ein permanenter Redirect ist, der vom Browser gecached wurde. Und das sind oft die technischen Details, auf die man achten muss. Also wenn man Dinge nicht permanent umzieht, muss man eben temporäre Redirects benutzen. Da bleibt dann eigentlich nur der 302 oder der 307 oder der 303, wovon der 303 der einzige ist, der im Cache ist. Okay, und 307, was ist da das Besondere daran? Der 307 ist auch ein temporärer Redirect. Ich müsste jetzt selber nochmal genau die Unterschiede nachgucken. Ist quasi, der erhält die Request-Methode. Ah, Also du okay. hast ja Formulare,
können ja per GET und per Post entsprechend sein. Und oft ist es so, dass sich die Request-Methode ändern kann. Mhm. Und mit einem 307 Redirect kannst du dann auch diese Request-Methode erhalten. Das heißt, du kannst du kannst mehrere Post-Geschichten machen, die dann auch weiterhin die Werte über, als Post weiter übermitteln auf die folgenden Redirects. Okay, ansonsten würdest du die Daten wahrscheinlich verlieren. Genau. Ja, okay, spannend. Ja, bei was mir noch aufgefallen ist, ist, dass wenn man mit 302 redirectet, dass dann auch die sozusagen die ursprüngliche URL ganz gerne mal im Index bleibt, aber mit dem Inhalt des dann verlinkt oder dann weitergeleiteten Dokuments. Genau, ne? Das passiert ja aber mit den 301 Redirects genauso und das passiert ja auch mit den 303ern. Okay. Also Google hat vor Jahren angefangen, die hübschere URL zu verwenden. Mhm. Und oft ist das eben die alte Variante oder eine kürzere Variante. Ah, okay. Da gab es mal ein ganz prominentes Beispiel mit Velux, Velux Dachfenster. Und die haben in den Medien geworben mit velux.de/Dachfenster. Mhm. Die Seite gab es nie und war dann aber trotzdem die in den Suchergebnissen rankte, weil sie dann einfach auf einen anderen Inhalt weitergeleitet hat und Google die für schöner hielt. Ja, ja, okay, gut. Also das heißt, es ist ihr gar nicht unbedingt so wichtig, welcher Statuscode dahinter ist, sondern wie schön die URL ist. Das habe ich nämlich tatsächlich auch bei einem Kundenprojekt entdeckt. Da hatte ich es allerdings auf den 302 geschoben, weil es ja auch irgendwo Sinn machen würde, weil die URL ja an sich bleibt und später vielleicht wieder einen anderen Inhalt hat. Aber der Aspekt macht natürlich auch Sinn. Okay, cool. Genau. Und man sollte natürlich dennoch den richtigen Statuscode verwenden. Klar. Da muss man ein bisschen drauf achten. Nur so kann man sicher gehen, ne? Aber es wurde natürlich auch abhängig von dem, was man eigentlich vom Statuscode erwartet, auch viel Schindluder getrieben, ne? Mit gerade im Linkaufbau und so weiter, bis dann irgendwann auch die Penalties mitvererbt wurden bei den Weiterleitungen. Viel schlimmer an den ganzen Redirects sind oft die Latenzen. Mhm. Wenn diese Redirects nicht schnell sind, dann führt das natürlich zu zusätzlichen Ladezeiten. Ja. Und im E-Commerce-Umfeld sagt man ja in etwa 1% weniger Sales pro 100 Millisekunden Ladezeit. 100 Millisekunden, das ist nicht viel, was man braucht, um da schlechter abzuschneiden. Also Amazon hat das getestet, da kommt diese Zahl her. Und Akamai hat Latenzen getestet, wo sie herausgefunden haben, dass ab 4 Sekunden Ladezeit 30% der Leute den Tab geschlossen haben, ohne dass sie irgendwelchen Inhalt gesehen haben. Ja. Das sind natürlich Dinge, wenn man solche Performance-Engpässe innerhalb seiner Seitenstruktur findet, die sollte man wirklich mit ganz hoher Priorität angehen. Genau, da sind ja auch oft so JavaScript und CSS-Geraffel, gerade bei den beliebten Content-Management-Systemen, wo man dann 20 Plugins hat und jedes schiebt dann nochmal sein eigenes JavaScript rein und so weiter. Genau, da hast du die ganzen Performance-Best-Practice, wie legt diese Sachen zusammen und so. Wobei man da sagen muss, dass sich das auch so ein bisschen gedreht hat. Jetzt haben wir ja HTTP 2. Mhm. Da kannst du jetzt mehrere Requests über eine Verbindung, also über eine Connection quasi abfrühstücken. Mhm. Und da dreht sich das schon wieder. Also da kann es mitunter besser sein, das wirklich in Häppchen zu haben. Okay. Und auch Push-Mechanismen zu benutzen. Und oft sind aber diese Tools, diese Performance-Best-Practice-Tools, die sind da noch gar nicht drauf angepasst. Also die wenn immer dasselbe Regelset an und die ignorieren das eigentlich, dass du da vielleicht schon auf einer besseren Technologie bist. Ja, das ist so ähnlich wie mit den Sections, ne? Weil da heißt es ja jetzt auch, okay, H1 kann jetzt doch wieder mehrfach vorkommen, um so ein bisschen diesem One-Pager-Thema da abzudecken. Aber egal mit welchem Tool ich das teste, also bei eurem weiß ich es jetzt nicht, weil wir damit nicht so häufig arbeiten, aber da wird mir jedes Mal dann wieder um die Ohren geworfen, naja, H1 ist aber doppelt, bitte beheben. Und dann wird aber am Schluss nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Also ja. Es gibt es deutlich gravierendere technische Mechanismen und die meisten Leute sollten ja wirklich mal anfangen, mit ihrem Inhalt zu arbeiten, bevor sie dann sich um so Kleinigkeiten kümmern, wie H1 und so in der richtigen Reihenfolge. Das ist auch schon ein Stichwort, denn um die inhaltliche Optimierung geht es morgen. Ne? Ja. Also bleibt dran, schaltet morgen wieder ein. Da haben wir den Tobias auch wieder hier auf unserer schönen schwarzen Couch. Und bleibt dran, gebt uns einen Daumen nach oben und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne kommentieren. Ich leite das dann auch an den Tobias weiter. Tobias immer happy to help, richtig? Ja. Super, bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.